Sogar grün, Mensch. Ist noch drin. Noch sind wir, jetzt sind wir grün. Ist doch gar keiner da. Super. Noch keiner da, noch keiner da. Ja, dann haben wir's ja doch, jetzt 14:15. Die Kuh ist noch drin. Hast du Angst? Ja. Hallo, Dani. Hi. So. Da ist wieder meine Freundin, die Kalle. Und die erklärt die Aufgaben. Hallo, Jan. So, jetzt müssen die zwei erstmal rein und die Elsa raustreiben. Nämlich, da steht unsere Elsa, wartet, ich zeige sie euch. Und die muss natürlich erstmal raus auf die Weide. Jetzt muss Dani hier rein. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das ist die Elsa. Hallo, Chaos Queen, du Zuckerschnute. Na, passt du durch oder bleibst du stecken? Ja, dann geh mal raus. Nicht angreifen. Geh mal raus. Husch, husch. Lass ab. Elsa denkt sich so, oh ja, ich geh lieber. Da geht sie, da geht sie. Stehst du schon in Scheiße? So, und jetzt machen hallo, wir ja. Die Ketten erstmal ab, dass wir die aussperren sozusagen. Hier, ja. Hier und hier. Also wir haben schon 57 Zuschauer. 57 Leute sind schon da. Und gucken dir jetzt zu. Danke, Anke. Wie ihr die Kühe misten müsst. Ich gehe mal kurz mit unseren Leuten eine Runde bei 63 Leuten und zeig mal die Mutschis. Also die Elsa habt ihr ja gerade gesehen. Da steht schon wieder die nächste. Und ja, es sind Galloways. Hallo. Mäusel. Und die sind so süß. Elsa sagt euch hallo. Da hinten steht noch eine. Da. Da kommt eine. Da ist eine. Und ganz da hinten ist noch eine. Molly. Molly, komm mal. So. Also die haben euch schon mal begrüßt. Unsere Mutschis. Da ist noch eine Riesenkuh. Eon Bulle? Ich meine Dani damit. So, jetzt gehen wir mal wieder rum hier. Da ist unsere Kattel und jetzt ist es nämlich offen. Und jetzt erklärt die Kattel, was gemacht werden muss. So, du darfst aus dem Kompost verschaffen. Ja. Und dein. So eine Mann lebt mit mir gemeinsam, da ist der eine Kompost. Wo ist der Kompost? Wo ist der Kompost? Danke, Simon. Die sind so hoch gemacht, da müsst ihr auch ein bisschen gucken, dass die hier rausmachen. Ja. So. Und dann darüber. Genau, und da hoch. Also nochmal für euch, Leute. Da Dani sollte Schubkarre mit der Scheiße fahren, muss durch die Litze durch, da wo die Kühe stehen. Und mit der Schubkarre hoch auf den Mistberg und das dort abschütten und wieder zurück. Das heißt, Dani muss heute nicht nur Kühe misten, sondern auch diesen Parcours machen. Na, wie findet ihr das? Na, und ihr freut euch, ne, Molly? So. Jetzt geht's los, Leute. Ein bisschen. Guck mal, die Katlin zeigt's dir. Ne, das weiß ich doch, habe ich bei den Hühnern auch gemacht. Ja, genau. Die Schaufel hier. Die Schaufel. Denke ich, ne? Genau, kann die Schaufel nehmen. So, die Katlin hilft natürlich mit. Habt ihr vorher erstmal das Zeug noch wegnehmen mit der Schaufel? Noch geht's. Machst du so, wie du kannst, ne? Nicht zu groß. Das Große mache ich. Ja, das ist ja auch schwer. So, dann machen wir deinen Papa jetzt einen schönen Haufen hier drauf. Dave, herzlich willkommen. Ist Dani bereit für die Kühe?
Wer fragt das? Dave? Hm. Dave? Nein. Ich gehe natürlich gleich mal mit dem Dani mit, weil er muss ja noch den Parcours schaffen. Ich würde auch sagen, wir machen die erste nicht so voll, damit ich im Parcours und nicht, dass mir das alles umgibt. Da. Oder? Was meinst du? Na das? Ja. So, das heißt, jetzt geht's los. Im Schnee hier. Und das auch noch im Schnee, ja. Voll im Schnee. Let's go, Schatzi. So. Nun muss er natürlich hier durch. Ja, hier durch. Guck mal, da wo die Leisten sind, musst du rauf. So. Ja, hier war der Matschengel daneben. So, und jetzt darfst du versuchen, hier auszurutschen. Das ist das, wo Justin seinen Fuß drinnen starkte. Ich und ich stark jetzt auch gerade im Schlamm. Och nee. Ja, und jetzt abkippen. Wie kommt der ganze Schnee zu uns? Ja, ich frag mich. Kannst du welchen holen, Dave? Ohne Mist. Okay, das nächste Mal weiter hinter. Ich hab Chrissy gefragt. Ups. Na, jetzt nützt nichts mehr. Jetzt kannst du es nicht ändern. Die nächste muss weiter hinter. Jetzt muss er natürlich über die Leisten wieder zurück. Und wenn er nicht aufpasst, landet er im Schlamm. Pass auf, wenn er dir eine übelste Matsche. Na, sieht doch gut aus, sagt der Dave. Siehst du? Wie oft muss ich das machen? Naja, bis es fertig ist. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Weil die zweite ist natürlich fast auch schon voll. Kommst du klar? Die zweite ist natürlich auch schon fast voll. Wir haben doch gesagt, wir bringen dich heute zum Schwitzen. Ja, ich schwitze jetzt schon. Wir haben vorhin schon geschwitzt. Ja, Maggie. Weißt du das? Ich glaube ja. Ne? Was? Probier. Ich komme den Berg von dir hoch. Willi, danke schön. Alter, die ist schwerer. Ja, die ist schwerer. Scheiße. Ja, oh je. Oh, die ist noch nicht mal richtig voll, Dani. Echt nicht? Nee. So, jetzt geht's los mit der zweiten. Auf geht's. Und da steht wieder die Mu. Und Dani hat Probleme. Hau ruck! Da ganz hoch, ja? Ja, ganz hoch. Na Daniel, Muskeltraining und Ausdauer für 28++ muss noch werden. Noch ein Stück. Richtig mit Schwung. Ja, Elsa. Ha? Dann kippst du zur Seite. Kippst zur Seite. Müssen wir es dann mit der Gabel ein bisschen hoch tun. Danke, Jan. Vielen Dank. Was ist los mit dir? Warm? Also ich friere langsam. Ist Johannes auch drin? Habe ich noch nicht gesehen. Kann man jemanden den Johannes einladen, bitte? Liken und teilen, Leute. Bum, 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 bum. Ja. Also er hat dann, muss dann bestimmt nochmal mit der Mistgabel nachgehen. Da kriegt die Schubkoche nicht ganz hoch. Kriegt die dann hoch? Mit Schwung? Ja, ja, mit Schwung. Er lag schon in der Suze.
Bist du schon reingeladen? Ja. Klar. Hallo White Tiger. Na dann, weiter geht's. Das ist ja anstrengend. Und warum? Ja, da weißt du was, wie das ist, wenn man das dann nur essen will, ne? Was denn, Dani? Nicht mal viel weniger? Okay. Das erinnert mich an Steine. An Steine? Ja, genau. Ja, die waren noch schwerer. Ja. Und auf geht's. Ich bleib jetzt mal kurz hier und ich zeige euch mal Louis und die Kathleen. Die Kathleen macht natürlich fleißig mit. Das finde ich ganz toll. Obwohl ich nicht gekriegt habe. Echt mal, du hast nicht gekriegt dafür, ne? Ich auch nie. Der Lob eines jeden Tierpflegers ist dann, wenn die Tiere sich freuen, dann sieht wieder alles schön aus. Ja. Naja, und für dich ist es ja trotzdem auch mal eine Hilfe, wenn wir dir helfen. Genau. Na, weil Leute, ganz ehrlich, die Kathleen macht sowas eigentlich auch allein. Und wenn man das zweimal in der Woche, wie oft machst du das? Einmal in der Woche. Wenn du das einmal in der Woche machen musst, naja, dann weißt du Bescheid, was du zu tun hast. Der kann man Papa nicht drauf tun. Der ist noch nicht mal hoch. Der, guck mal, der kommt nie hoch. Wieder abgerutscht. Kathel, kannst du Dani mal das zeigen, bitte, wie das richtig geht? Ja, steckt jetzt mit mich auch fest. Naja, dann muss es jetzt von der anderen Seite abkippen. Wenn du feststeckst, steckst du fest. Das ist harte Arbeit, davor habe ich Respekt. Ja, Dave, tatsächlich, es ist harte Arbeit. Denn diese Mutschis ordentlich zu pflegen, na, siehste? Du bist die Maggie, du magst das nicht so. Ne, Mu machen sie. Also, die ordentlich zu pflegen, dass die richtig schön und schick sind, ist schon wirklich harte Arbeit. So, jetzt hilft die Kathleen mal und zeigt mal Willi, danke schön. Also Schatz, es sind schon 73 Zuschauer. Jetzt Kathleen. Hep, und oben ist er. Also es ist machbar. Ja. Dani, guck mal in die Kamera. Hast du das gesehen? So wird's gemacht. Ja. Dani, ich weiß aber nicht, ob du der Mann bist. Für Motorrad, ne? Mach die Chrissy mit. Was? Nein? Weil sie hat eine große Klappe. Nee, ich heute nicht. Für ein Motorrad mach die Chrissy mit. Wer ist auch dafür? Echt jetzt? Ich kann dich nie filmen, da bist du alleine drauf. Die Elsa, ist die nie süß? Merci. Das ist die Maggie, dann die Molly, dann ist noch eine Lizzie und die ganz kleine heißt? Hat noch keinen Namen. Leute, ich weiß, was wir heute Abend machen im Live. Mal gucken oder morgen, wir suchen einen Namen für die süße Maus. Die ist nämlich noch ganz scheu und jung. Guckt mal. Ja, ich zoome so euch mal ein bisschen ran. Oh, jetzt hat sie Angst. Guck, da geht sie. Die ist noch so jung und hat noch keinen Namen. Wir können also Namen machen für die kleine Mutiko. Was haltet ihr davon? Mäusle! Ja, die ist nämlich noch echt scheu und noch ganz, ganz schlimm. Noch eine Maggie, ja? Eine Maggie, die Kuh heißt Maggie. Und die ist auch so zickig wie die Maggie manchmal. So, Leute, jetzt gehe ich aber mal wieder zu den anderen, das, was ihr sehen wollt. Und zwar, wie Dani sich quält. Er kommt schon mit der nächsten Schubkarre. Oh, Phil, danke schön. Wir brauchen ein Motorrad, Leute. Wir können die Christi auch mal übernehmen. Wir brauchen kein Motorrad. Auch hast du gesagt, beim Motorrad hilfst du mit. Hast du gesagt? Das kommt eh nicht. Das kommt eh nicht. So. Was kann ich denn dafür? So, Leute, und weiter geht's.
Nein, Daniel, du musst das schaffen. Nachher schafft es Chrissy besser als du. Tja. Das sehen wir, aber erst, wenn ein Motorrad kommt. Kommt ein Motorrad, mache ich das für euch. Dann werden wir sehen, wer das besser kann. Ja, er ist oben. Elsa. Du hängst mit deiner Kapuze. So. Da gehen wir mal wieder zurück. So, jetzt muss ich mich mal so hinstellen, dass der Louis nicht alleine auf dem Bild ist. So. 2 Minuten. Ja, Mann, eine kurze Pause kannst du machen. Na, die Zuschauer werden menscherweise nie reinschreiben können, siehst du? Was? Hast wieder nur Abo angemacht, ja, ne? Haben wir doch mal gesagt. Ja. Das weißt du, ne? Also die Leute, die das Abo haben, die können tatsächlich dann auch hier im Live schreiben. Ansonsten könnt ihr nur gucken. Mit der Leon. Und Leon. Echt jetzt? Leon, ich hab das meistens. Alter, wo ist die? Kannst du nicht mal kurz stoppen? Die ist nicht da. Oh, Scheiße. Das ist echt eine Gewohnheit. Das ist Gewohnheit. Also Dani ist schon fix und fertig, Leute. 2 Minuten Pause, Daniel, dann weiter, sagt Dave. Mach ich. Ich kann Louis nie filmen, weil da ist er uns alleine im Bild. Jetzt stehst du genau wo. Ja, jetzt so. Kann ich noch nicht weitermachen. Die Karren sind ja voll. Die sind noch nie voll. Wir machen die. Na, die ist doch schon voll. Die wartet doch schon die ganze Zeit auf mich. Ich ja. Gerade die zweite Folge gemacht. Aber wir machen die meistens noch voller. Ja, mag der sein, hast du jetzt noch voll. Dann kannst du ja mal zeigen, wie das geht, Schatz. Ja, stimmt, du kannst ja mal zeigen. Wenn du das so gut kannst. Nee, wir haben gesagt, nur beim Motorrad. Ja, wollt ihr, dass die Karre mal schleppt? Eine. Nee, dann. Komm, zeig mal, wie das so geht. Ja, nee. Zeig doch mal. Ist die nicht ein bisschen leer? Nee, komm. Wenn du das nicht hast, mit so einer Karre, dann will ich auch nicht. Jetzt geht's los, jetzt zeigst du mal, wie es geht. Ja, klar. Alter, echt jetzt? Was ist mit dir nicht richtig? Ja, was hast du da? Oh, ey. So, Daniel. Hast du es gesehen? Alter. Wie das geht? Du kannst das so gut, dass du es eigentlich gleich weitermachen kannst. Nee. Wow, sagt Jan. Alter. Sie kann's. Guckt mal die Lampe an. Du darfst nicht so hochhalten, die Schubkarre. Du musst die niedriger halten und dann kommst du auch besser. Ich hab nur Angst auszurutschen. Nee. Beim Hochlaufen. Wenn du Schwung machst, rutschst du nie aus. Aber lieb von euch. Dankeschön. Warte, ich soll euch mal die andere rein. Ja, wow. Ich sag ja, am Ende kann es Chrissy besser als Daniel. Mach dir Gedanken. Ja, kann sie auch. Ich gebe es dazu. Ja. So, wollen wir noch mal gucken, aber Chef. Danke fürs Folgen, IDK. Schreiben kann nur unsere Abonnenten. Oder ihr schließt ein Abo ab. Ansonsten kann ihr heute nicht schreiben mit uns. Er schafft es, ja. Ja, Herr, mit Hängen und Würgen. Das ist schon fertig. Es ist schon wieder die nächste voll. Übung macht eben den Meister. Jawohl.
Damit lassen wir den Dani heute üben und am Ende ist er der Meister und macht das fast jede Woche mit. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass Christi davor noch die Idee hatte, Möbel zu schleppen. Ja, ich hatte davor noch die Idee, die Möbel zu schleppen. Chaos Queen, natürlich sind wir heute Abend 18 Uhr drin und machen die nächste Match mit Strafe. Guck mal die Kattel an, die hat richtig rote Bäckchen. Ist sie nicht niedlich? Dani ist blass. Dani ist total blass. Na dann? Chrissy, musst du mitmachen. Na dann? Ja. Also Möbel, na dann habe ich ein wenig Rücksicht, ist klar. Das heißt, ich mache jetzt mit. Jawohl. Chrissy hatte noch die Idee. Wir könnten noch ein paar Möbel heute schleppen. Ja, haben wir ja trotzdem. Ja, den ganzen Vormittag. Guck. Ja, dankeschön. Ja, ich muss es machen, Mike. Er will es nicht machen. Ja, Christi hatte die glorreiche Idee, heute Morgen Möbel zu schleppen, den ganzen Vormittag. Ich bin leicht im Arsch. Das war von Mike. Der hat es selber aufgehalten mit der Kathleen. Wenn der was einfällt, muss es so gemacht werden. Ja, aber Mike kennt es. Der kann das ab. Der ist es gewohnt. Schatz, höher, nicht so tief da, weiter rein. Noch weiter. Woher? Dankeschön, Jan. Steht schon die nächste bereit, Schatz. Du bist zu langsam. Ich bin hier auf der Flucht. So. Ah, jetzt zeigt der Mike, wie es geht. Jetzt zeigt uns der Mike, wie das geht. Jetzt bin ich gespannt. Aber der kann das. Der kann das. Halt mal kurz. Guck mal, der Mike, der braucht gar keinen Schwung. Warum lass mal Luis filmen? Wieso macht denn der das ohne Schwung? Oh, der war fies. Ja, ich schwimm's. Hör auf den Papa jetzt. Warte, lass doch bitte bei Luis mitreden. Ich muss erst mal vor. Achso. Ach ja, reden kann. Jetzt mache ich eure Strafe mit, das wurde gar nicht so abgemacht. Was kriegst du denn als Belohnung? Gar nichts. Das ist nicht fair. Was denn? Der wirkt. So schlimm ist es jetzt nicht. Finde ich auch nicht. Voller? Kannst du eigentlich immer hier. Du willst die Scheißehaufen wegräumen. Da lacht er bloß. Dann lacht er nicht mehr. Ja, der Weste, du musst mich auch erstmal weglassen. Ziemlich voll. Für Mike können wir noch was drauf machen, ne, Mike? Ach, ich soll jetzt die Schubkopf wegschauen. Ja, wenn ich hier rausschaue. Das Schubkopf ist nie ausgemacht. Du hast das so gut gemacht. Ja. Meine Frau hat nur gesagt, ich soll mal in den Schubkopf wegschauen. Kevin. Reicht. Papa, du sollst nicht auf alt tun, sagt Dave. Was? Du sollst nicht auf alt tun, sagt Dave. Was? Hier. Ja, ich nicht. Was hier. Nicht? Was, ich? Das war ich das? Das sind das ja anpacken. Das war, da wo du mich gestört hast. Ich dich gestört, klar. Danke, Patrick. Also, nee, Euro-Likes, danke. Oder hä? Nee, Patrick, danke. Aber jetzt musst du aber.
Alter. Papa, soll ich? Typisch die Stadt, Kinder. Papa, soll ich weitermachen? Oh, ich will zu. Komm her. Nein, Papa. Doch, ich mach weiter. Nein, ich mach. Ich will weitermachen. Ja, ist das noch nicht. Ich immer die Augen. Ich will. Okay. Dave fragt, was wird denn das, Daniel? Was das wird, da kann ich reden, Leute. Da schnieft. Ich? Anstrengend für ihn. Was denn? Was wird, was soll, was denn das werden soll? Lass die Schubkarre weg. Hä? Was ist denn einfacher? Was denn? Schubkarre wegschaffen? Ich mach weiter. Wir machen weiter. Schipp weiter. Ich mach die Strafe ohne irgendwas bekommen zu haben. Ich aber nicht wieder umkippen, sondern wieder. Trotzdem mach ich die Strafe ohne irgendwas bekommen zu haben. Oh, warte mal kurz. Ja, bloß weil du sie hinkriegst. Ich krieg's doch in die Schippe. Ja. Wie verrückt. Die Hälfte habe ich schon Katlin gemacht. Jetzt fehlt eine Karre. Benjamin, danke fürs Folgen. Schön. Die ganze Folge ist wirklich ganz schwer. Was sagst du? Ich merk's. So, Dani, wie sieht's aus? Gut. Gut? Sieht so aus, dass ich jetzt alles machen darf. Beschwert sich jetzt die Chrissy, guck gleich. Ne? Beschwert sich Chrissy. Mike und ich? Naja. Ich bin allein, ich hab schon Zicken. Und für mich auch gar nicht Strafe. Oh. Papa, oh. Dave fragt, wie sieht es mit Frührente aus? Ja, das ist ja eine Alternative. Bisschen mehr Fitnessstudio. Genau. Du musst eigentlich jede Woche zu mir kommen. Trainingseinheit einlegen. Du brauchst kein Fitnessstudio mehr. Na, deswegen sag ich ja, jede Woche. Wahnsinn. So schlimm ist es gar nicht. Du darfst dann noch die Dings da rausziehen, meine schöne neue Mattenbleie reinlegen, wenn ich es immer leer habe. Was dann haben wir nicht neue Matten. Gucken. Die Kacke mich hier. Darfst du da noch rausziehen? Willst du das hin? Ich weiß gar nicht. Die Matte hier? Nee, die kleine hier. Die hier. Ja, weil wir haben noch hier neue Matten jetzt endlich gekriegt. Oh, ja, die musst du rausziehen dann. Ach so, mit der Hand. Das soll ja auch so Spaß machen. Ich wollte dann nicht jetzt. Ich dachte jetzt mit der Gabel. Nee. Oh je. Rutschst du doch ab mit der Gabi. Wir müssen die rauskriegen. Okay. Wo habt ihr die Matten hingelegt gehabt? Ach so, zu schnell. Weil da können wir die gleich reinlegen, oder? Die noch nicht bleiben, oder? Ja. So. Noch voller. So. Reicht? Oder voller? So, dann los dann. Anke, danke. Na los, das ist deine Strafe. Du musst sie mit wegschaffen. Hier, wir müssen mehr vorne beladen, damit das Gewicht immer gerade ist. Deswegen schaffe ich es nicht. Weil du mal hinten belädst. Okay. Das wäre eigentlich eine richtige Strafe für ein Justin gewesen. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Übung, kannst du aber mitlaufen. Kannst du meinen Followern zeigen, dass er jetzt die Übung hat? Weil den jetzt ist auch schon fast voll.
könnte nicht ganz gefüllt. Ja. Okay. Jetzt sah es besser aus beim Dani und du hast nicht gefilmt. Siehst du, das war jetzt der Moment. Komm noch eine Karte. Na, die müssen wir jetzt noch mal richtig voll machen für den. Wie viele waren es eigentlich insgesamt schon? Wie viele waren es insgesamt jetzt schon? Hat jemand von den Followern mitgezählt? Das wäre schön, da habe ich ihn nicht gezählt. Bin traurig. So. Na hier, guck mal hierher. Das ist ja hier hinten alles mit dabei. Locker 15. Euro exakt locker 15. 15 morgens schon? Was? Okay. 15 hier Schubkarren. Dave sagt ja über 10. Also 10 bis 15. Ja. Guck mal, jetzt sind die Beine arbeiten, ne? Ja. Nö, mein Mann hat nicht. Ich hab kaum mit. Willst du wiederhalten? Ja, das ist eine gute Idee. Halten ist gut. Locker 15 Mal, ja. Junge, Junge, Junge. Ich soll halten, sagt Luis. So, Dani, komm. Luis hat gesagt, ich soll halten. Luis muss halten, oder willst du wegschaffen? Nee. Du fällst mir in den Rücken. Alter, voll zurückgefallen. Haben die extra gemacht. Wir wollen ja auch herstellen. Die T-Shirt-Kocher heißt, die geht beschissen noch. Die ist auch eine davon schwer, ne? Ja. Die ist schwerer. Die ist schwerer, aber die lässt leichter vor. Wir haben um 6 Uhr wieder Termine bleiben, Leute. Was für ein Termin? Ja, um 18 Uhr. Oder glaubst du, dass wir es schaffen? Oh, Dani. Komm, Papa. Ich komm sogar mit. Wie du wieder erneut verlierst. Nee, ich verliere. Ich hab ja gar nicht verloren. Ich hab ja verloren. Ich hab ja gar nicht verloren. So, jetzt wollen die Follower sehen, wie du das, wie schön du das machst. Ja, genau. Erstmal hier durch. Und jetzt mit Schwung. Also, bist du oben? Nee, ne? Geschafft? Dave sagt, also das ging fast perfekt. Aber nur fast. Oh, hier sinke ich ja auch. Ui. Hier bin ich oben gesunken. Hier war ja der Matschengel. Ja, da bin ich hier. Oh, du machst... Hast du gut gemacht, Papa. Fitness, kannst du dir heute sparen. Vielleicht hast du ja dann morgen als Strafkniebeuge 100 Stück. Nee, sag doch. Das Witzige daran ist ja, dass du mich verloren hast. Ich habe gar nicht verloren. Ich habe gar nicht verloren. Aber du mal ganz bist der Papa. Ja, das stimmt. War? Guck mal, der Kleine, das ist viel zu schwer. Er hat es aber probiert. Er hat es gut gemacht. Er hat es gut gemacht und gut. Das hört sich. Ja, aber den ganzen Stall erledigt. Nee, ich hab den nicht. Ja, das machen wir nicht.
darum stelle ich mich jetzt hin. So, ist doch schon fast fertig. Ja. Was sind das jetzt? Noch zwei Schubkarren oder wie viel? Ja, und ja. Mike, du hast nur noch zwei Schubkarren. Für dich drei. Ich wollte gerade sagen, du hast nur noch zwei. Dann bist du fertig. Ich hab nur noch eine. So, der Dani, da muss dann noch das Frische hier holen. So, was ist denn? Das ist schon Heu. Stroh. Nein, das ist Heu. Da hinten. Mach nicht voller. Das ist ein bisschen leicht, aber ja, also nicht so voll gesaugt. Okay. Findest du? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. So, nächste. Ein bisschen leichter. Bist du schon fast fertig? Ja, fast. Aber wir müssen es ja noch mal einstreuen. Hast du eine Schneeschaufel geholt, Kevin? Wer hat sie nicht gesagt? Oh ja, hab ich gesagt. Wir brauchen nämlich mal eine, um die Matten doch mal bitte frei zu machen. Ja, wo sind die? Guck mal hinten raus, beim Toilettenfenster. Das war nicht gut. So. Das kann man Dani dann mal machen, um den zu ärgern. Man muss dann das Stroh mit der Hand hier gut machen. Wir hatten das letzte Mal die Hühner zu Hilfe. Ja, die dürfen nicht raus bei der Kälte. Nee, es ist zu kalt für die Hühnchen und die Entchen. Bliehst du auch ein bisschen? Bekommen noch was? Oder? Hier kam jetzt nichts. Kam nichts? Wie viele Leute gucken denn noch zu? 55. 55, siehst du? Die wollen euch schuften sehen. Du musst eigentlich beim Papa filmen, falls der umfällt. Oder ausrutscht, ist viel lustiger wie bei uns. Okay. Wirklich. Weil wir können es ja. Welche Matte wollt ihr rausnehmen? Die eine dort. Die eine Brücke. So, dann musst du aber doch nochmal fahren müssen. Noch eine, ja? Hm? Verdammt. Was ist das? Kannst du mal doch frei machen, Kevin? So wie ich. Guck mal, also du kannst hier noch ein bisschen zusammenziehen. Du kannst hier nicht so schwer, dass du das hier rüber rennst. Alter, hä, Schatz? Alter stimmt in dem Fall mal. Ja. Es ist kein Training. Also hat ja lange jetzt kein Training. Dann noch die Erkältung, die so hartnäckig war, die steckt mir ja immer noch fest. Bei mir ist die Luft. Die Luft geht ja noch nicht besser. Besser geht's nicht. Der Mike hat Asthma, also wenn es nicht mehr geht. Eurolex sagt, nach seinem Geschmack macht es viel Spaß, die Arbeit. Zum Zugucken. So. Haben wir nur noch eine, Mike? Fertig, ja? Zieh mal von da nach da. Du kommst von hier. Von hier nach da. Und dann kannst du mit Louis Stroh holen. Ja. Behälter. Zicke, danke fürs Folgen. Eurolike sagt, echte Arbeit muss wehtun. Ja. Echte Arbeit tut aua, weh. Aua. Aua. Oh, es tut mir leid. Das war zu viel Schwung. Das hat gelacht, der hat jetzt abgekriegt. Ach, Mann. Haben wir es so schön gemacht, ne? Ja. Ich. Darf ich eine andere machen?
müssen wir mit der Schaufel machen. Was? Was? Mit der Gabel. Kriegst du das hier noch rein, ja? Klar. Das muss jetzt noch da rein. Hier, guck mal, das hier. Für so ein bisschen brauchen wir keine noch eine Schubkarre. Was? Für das bisschen da hinten brauchen wir keine zweite Schubkarre noch. Ha. Echt jetzt? Ich schaue die letzte weg für dich. Oh, das ist aber nett von dir. Was? Das ist ja nett von dir. Dafür tust du einstreuen und die Matte gibt's alleine machen mit Kattel. Du weißt aber schon, hier kommen drei neue Matten rein. Da wird es lieber die Schubkarre. Ich mach die Schubkarre. Weil die Matte ist ein bisschen schwerer. Kein Problem, ich bin noch fit. Siehst kreidebleich aus, als geht's zu kein Umfall. Die Schubkarre mache ich noch, bevor ich das andere mache. Die Matten. Die Matten musst du trotzdem machen. Wieso? Wieso? Hat Katrin doch vor uns gesagt, dass du das machst. Sie macht die Schubkarre, dafür muss ich die Matten machen. Also mache ich die Also Schubkarre. Macht er die Schubkarre und du musst dafür die Matten machen. Aber die muss das rausziehen. Ja, du musst sie rausziehen. Ja. Ich bin nur einfach los. Ah ja, ich gehe mal mit. Ja. Soll ich dir mal helfen? Hast du? Schade, wir dachten alle, du fliegst hin. Was? Wir dachten alle, du fliegst hin. Oh Gott. Was machen die denn da? Mach doch keine Pause. Warte, hat einen Vorschlag? So. So. Gut. Ich danke euch. Wir füllen jetzt noch die Matten hier raus. Die Ene tust du noch rausziehen. Da könnt ihr noch zugucken. Ja, dass du noch ein bisschen... Muckis und dann. Ich nehme mal die Kamera jetzt, ja. Muss raus bis 18 Uhr, alles klar, Chaos Queen. So, der Dani darf jetzt noch die eine Matte rausziehen. Ich glaube danach. Aber klatsch nicht hin. Sagt eine Kuh zum Polizist, mein Mann ist Bulle. Sagt eine Kuh zum Polizist, mein Mann ist Bulle. Ja, aber das bin ich nicht. Sagt Dave, hat Jan gerade geschrieben. Also mega Respekt an euch alle, wirklich top Leistung. Dave, Dankeschön. Ja, es ist anstrengend und wenn man überlegt, dass die Kattel das auch meistens mit Familie macht. Ja, das ist hart. Es ist anstrengend. Ja. Nur, damit die Muchis es immer schick und schön haben. Die Muchis, die Kuh. Kühe. Kuh. So. Oder wir sagen es einfach, wie es denn nicht cool ist. Jetzt gucken wir mal rein, wie der Dani das macht. Wo ist denn die Gabel? Schön, dass ich die hingetan habe. Wo ist denn die Gabel? Da hinten noch. Okay. So, dann schiebst du das ein Stück hoch. Ja, warte mal. Ich kann nicht rein. Hast du nicht?
Jetzt bin ich drin. Machst du bei deiner Frau auch? Nee. Ach, du meinst, sie macht oder die macht? Nee, die macht rausziehen, Arsch willst ein Stück hochheben, dass du erstmal ein Stück für Stück rausziehst. Genau. Zieh ich mal hier rüber. Genau. So. Bis draußen. Wahrscheinlich fragen sie sich, warum, viel zu einfach, warum hier keine Matten liegen. Einfach, weil keine lieferbar waren. Okay. Na? Genau, das ist nämlich auch sowas. So, ich habe hier solche Teppiche hergelegt. Aber die Kühe tun die halt immer wegmachen. Grüß, komm mal her. So, wir brauchen nochmal einen Schubkocher. Das musst du richtig rausziehen. Dann, richtig, muss raus. Los. Komplett. Dani und die Matte. So. Ja, wie gesagt, die Matten waren nie lieferbar. Die Kattel macht das jetzt Stück für Stück immer wieder neu mit diesen natürlich professionellen Kuhmatten für den Stall. Willst du eine Gesichtsmassage? Nee, ja, du? Das ist eine Schlammpackung. Nein. Hab gehört, das soll gesund sein. Aber nur wenn du anfängst vorher. Ja, nee. Das machen wir nicht. Komm mal her. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen der Kattel zu. Oh, ihr seid aber sehr nett. Also manche von uns finden das tatsächlich auch mal interessant, denke ich. Wie sowas vonstatten geht. Gerade die Stadtleute, die haben ja manchmal gar keine Ahnung von. Na, Schatz? Ja, und viele denken, dass ein Tierpfleger nur die Tiere streichelt. Nee, das ist harte Arbeit. Ja. Ich dachte eigentlich, die Lila, die Kuh wäre Lila. Was? Milka. So sieht's aus. Genau. So, und das muss natürlich alles noch neu eingestreut werden, Leute. Und dann kommen die Kühe wieder rein und ich denke mal, dafür machen wir dann ein Abschlussvideo. Ja. Ne? Sonst dauert das Live-O extrem lange. Ja. Wir müssen ja dann auch noch nach Hause fahren. Wir müssen das andere Live vorbereiten, wenn der Dani das überhaupt noch schafft. Ja, klar. Schau mal. Kannst du ja mal probieren. Vielleicht war ich schon mal eine Milch. Genau. Dave sagt gerade, er findet das sehr interessant und er schätzt das, denn er kommt ursprünglich auch vom Land. Sauber. Ja. So, na gut, dann verabschieden wir uns erstmal. Genau, Leute. Also dann bis später. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Strafe ist somit erledigt. Ja. Und ja, dann würde ich mähen. Bis dahin. Ciao. Geht nie aus. Jetzt.